So, jetzt gucken wir uns an, was das Spiel neben der Story für uns bereithält. Ich muss ein bisschen schauen, was das inhaltlich darstellt hier. Aufgaben, Lexikon, Souvenirs, falsche Reihenfolge, ich habe von hier aus nach unten gedrückt und lande bei Souvenirs. Und die Missionen. Machen wir Lucky Lucky, Aufgaben. Also ich denke mal, das sind einfach nur die Minigames in den drei Schwierigkeitsstufen. Einzeln anwählbar. Als ob! Aufgaben, bunte Mischung. Ah, oh nein, ich ahne es. Dieser Modus ist ein wilder Mix aller Minispielarten. Trainiere in der Story erst einmal dein Geschick und hau hier anschließend auf den Putz. Steuerung, Knöpfe, Gyro, Touch, Ultra. Ja, das ist, was man schon kennt. Haha, da haben wir noch. Ich glaube, das machen wir heute. Wario unterbricht. Wettstreit. Und die unteren scheinen ein bisschen special zu sein. Aber trotzdem erstmal drüber gucken. Lexikon. Den Charakter, der das Spiel gemacht hat. Ach so, ja. Das ist, was ich eben dachte. Dass wir mit jedem Charakter jedes Minigame nochmal auswählen können. Und tatsächlich habe ich eins noch nicht gesehen bei Jimmy T. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So. Jetzt fehlt auch das Neue. Ihr seht, da bin ich noch nie vorher draufgegangen. Ich hätte mich informieren können, aber blind, Alter. Richtig blind. Souvenirs, ich kann die Münzen eintauschen, nehme ich mal stark an, ja. Habe ich schon irgendwelche bekommen? Nee, muss ich alle kaufen. Ah, okay. Videos. Habe ich schon welche? Oh ja. Alle aus dem Story-Modus. Komplett. Ja, das okay, und den Stuff bekommt man wohl erst. Gut, 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 gut. Da machen wir auch einen eigenen Part. Und Missionen. Knöpfe können. Belohnung 800. Sehe ich, was ich geschafft habe und was nicht. Das ist ein Ausrufezeichen, heißt das. Alter Schwede, was es nicht alles gibt. Na gut, das werden wir eher nicht, ich sag mal, gezielt angehen können. Na, dann wissen wir doch schon mal Bescheid. Bei Aufgaben geht's weiter. Ohne Story, aber dafür eine bunte Mischung. Ich nehme mir schon mal den Touchpen und lege ihn bereit. Das ist ein bisschen schwieriger, deswegen, ne? Ah, einzeln auswählbar. Ja, probieren wir bei jedem mal, wie es läuft. So. Ist ja nur Knöpfe. Ich hält. So ist das. Ein Löwe ist diesmal auf dem Aufzug. Was hatten wir in den anderen Teilen? Ein Bär? Das war ein Teddybär einmal. Dann was noch? Igel-Aubergine. Starke Magie. Hund? War ein Hund? Ich weiß es nicht mehr genau. Affe, oder? Großartig. Jedenfalls in WarioWare Gold ist es ein Löwe. Einfach random. Oh, klasse. Das ist insofern auch gut, finde ich jetzt. Wenn man sonst, ich sag mal, spielt man zum Beispiel mit Jimmy T, dann hat man nur die ganzen Jimmy T Minigames. Aber mit dem hier können wir alle Knöpfe-Games bekommen. Vielleicht finden wir sogar noch die, die uns bisher fehlten. Wer weiß. Hauruck! Das gefällt mir. Wie schön man auch die Stimme von demjenigen hört, dem das Minigame, ich sag mal, zugeschrieben ist. Judo-Meister, große Außenseiter. Was? Außenseiter statt Außenseiter? Die Baden! I'm okay with that, Leute. Ich habe eine bayerische Stimme vernommen. Ein bisschen kürzer darf es auch schon sein. So passt das. Die Blume daneben, die ist ein bisschen... fast schon ein bisschen zu spät, aber noch geht's. Ach, hier gibt's scheinbar keine, oder muss man abwarten? Ob es Boss-Unterbrechungen gibt? Wenn ja, ist es okay, aber ich würde mich auch freuen, wenn es mal keinen Boss gibt, der die ganze Zeit mit langen Minigames nervt. Andererseits gehört es halt dazu, ne? Beeindruckend. Ah, es gibt so viele Felder. Eben habt ihr gesehen. Meistens sind es nur vier oder sowas, aber hier sind es noch viel mehr. Da haben wir erst nur zu tun. Das wird unser nächstes Ziel sein. Au! Nicht gut, das. Aber Moment. Ohne Bosse kriegen wir auch keine Extra-Leben, nicht wahr?
Ja. So geht das. Fronk rettet die Welt. Was? Ach so. Moment. Shit. Oh. Zum Glück hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt. Mhm. Der will mich wohl verschaukeln. Wie, welche Seite? Check das aus. Ach so, ob das noch im Dings war oder nicht mehr. Verdammt. Ich kann mich noch retten hier bei Ice Climber. Oftmals ist es halt auch so, dass man den nächsten Level dieser Aufzugspiele erst erreicht, wenn man ein bisschen was getaugt hat. In dem vorangegangenen. Das heißt, ich will hier schon ein bisschen was reißen. Ach wie, seit wann sind die Plattformen denn durchlässig? Also undurchlässig. Normal kannst du von unten drüber springen. Aber okay, hier anscheinend nicht. Das gefällt mir. Mir auch. Ein Frisbee zum Essen, zum Mitnehmen. Ach, schon wieder so eine Fiese. Wisst ihr noch damals, als die Story angefangen hat? Scheint ja wirklich random zu sein, aber ich habe jetzt schon öfter das Problem gehabt. Echt gemein. Ich muss raus. Da wissen wir auch inzwischen, dass es nicht den unter dem, unter der Hand weggeräumt wird, sondern ein bisschen weiter links. Was auch gemein ist. Fail meinerseits. Nein, das ist eure Schuld, wie immer. Das reicht. Ein Fehler? Ein neuer Rekord. Ist das euer Ernst? Ein Fehlerchen wird bestraft. Ja, moin. Ab zu Gyro. Was Gyro angeht, haben wir uns ja im letzten Part ausführlich drüber unterhalten. Wer es nicht gesehen hat, alles wieder in Ordnung jetzt, ja, sagen wir es so. Kann man machen. Ashley. So hast du dein Idealgewicht erreicht. Daumen hoch! Wollte gerade sagen, das ist der Rap von Ab 13. Das Battle Rap mit 18 Volt hat. Ganz okay. Ganz okay. Mal sehen, was wir alles erreichen müssen. Ich glaube, ja, es ist halt schon ein bisschen Geduld gefragt. Keine Frage, keine Frage. Geht voll ab! Geht voll ab! Das ist das Game, ne? Ich bin dafür zu haben. Das kommt bestimmt auch ultra schnell und ganz komische. Alles klar. Mixturen. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ja, ich weiß nicht, warum der sich nicht festgehalten hat. Der war doch 50 mal dran. 50. Okay, 49. Mario Sunshine für 3DS confirmed? Vielleicht. Man hat ja auch Luigi's Mansion, also grafisch. Das wär's. Dann flippen die Leute komplett aus. Mario Sunshine Port für 3DS. Würde auch insofern Sinn ergeben. Das ist ja Luigi, ne? Würde auch insofern Sinn ergeben, weil Mario 64 war auf dem DS. Muss Mario Sunshine in 3DS oder geremaked werden. Bestimmt ein, zwei neue Insignien. Nein, ist alles Quatsch, was ich sage. Nicht, dass mir jemand einer glaubt. Ich kann sich 100% ausschließen, aber das war bestimmt kein Hinweis. Ich hab schon öfter die Mario Sunshine Minigames. Hervorragend! Hervorragend! Das ist vom Finale gewesen. Hm. Hier ist noch ein Platz auf der Erde. Führ dich frei, mein grüner Freund.
nehme ich lieber das. Große Klasse! Amüsiert er sich mit einem Fremden. Taste raus! Raus damit! Was hat denn der alles verschluckt, Mann? Bam, bam, bam. Was? Da ist was? Ein Trauerspiel. Ich hab jemanden vor mir umgerannt, oder was? So, der Hausmeister kehrt mal wieder fleißig. Gut. Wir polieren die Erde. Genial. Genital. Was? Schwieriger als es aussieht. Uns ist schon mal auf der höchsten Stufe das kaputt gegangen. Das ragt hervor. Gott sei Dank hat es noch ein bisschen geklappert, ne? Das ist aber noch die zweite Stufe. Ich nehme an, gleich kommt die dritte, ja? Kann man machen. Okay. Jo, jo, jo. 41 waren das. Verdammt. Häng dich an! Ich hab der Fisch ein bisschen reingelegt. Bemerkenswert. Sehr gut. Gut. Ich glaube, wir haben mehr Punkte als eben mit den Knöpfen. Warum? Warum nicht? Nicht, dass ich wieder mein 3DS kalibrieren muss. Aber naja. Wir sind ja erstmal fertig. Jetzt machen wir Touch. Also her mit dem Pen. Erstmal Mario Maker spielen. So sieht's aus. Das sind mir die richtigen. Spitze. Hachu? Hachu. Hat was. Eins dieser finalen Minigames, diesmal auch mit der eigentlichen Musik. Und nicht das dramaturgische. Na! Weiter so! Ich hab genug. War nicht so gemeint. Du musst echt überlegen! Hätte auch sein können, von wegen, komm, ich ruf dich an, dann reden wir drüber. Der andere Emoji. Einfach so, ich hab genug! Weißt du gar nicht, um was es geht? Voll aus dem Kontext gerissen. Verliebt? Definitiv. Krasse Leistung. Wow. Süßes Essen kann ich definitiv. Da kommt der Regenbogen. Ja. Das ist so ein Minigame, das gab es ja in WarioWare Touched. Aber ich habe das selten gesehen. Das war eins dieser letzten, die ich freischalten musste. So ungefähr. Oh mein Gott, warte. Was hat denn noch gefehlt? Bin ich blind? Bin ich wirklich blind, weil ich gerade nicht entdecken können, was noch fehlte. Oder war es nicht die richtige Augenbraue? Kein Plan, Freunde der Nacht. Das war definitiv... Das war definitiv Fail vom 3DS gerade. Weil ich habe weiter links auf jeden Fall gemacht. Er fängt schon wieder damit an, was? Aber danach das mit dem Linienziehen war perfekt. Was nur einmal. Passt, wackelt und hat Luft. Ich habe immer Angst, ob meine Zahl überhaupt zählt. Aber gut. Weiter so. Ja, ja, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Finde Seite 71. Ich blättere zu ihr. Finde sie! Wo mag sie nur sein? Witzig. Auf dem 3DS eine Switch zusammenbauen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Zu hektisch. Was ist mit mir los? Also die letzte Rubbelschicht, die ich... in Angriff genommen habe, war Wario dahinter, klaro. Das 30 will ich schon sehr gerne kommen. Gut gemacht. So, Tafelwischen. Weil das ist eher so eine, ich weiß nicht, das sind nicht die klassischen Schiefertafeln, ne? Gut, da habe ich meine 30. Weil 30 war, glaube ich, oftmals der Wendepunkt, den man erreichen musste, um den nächsten Level freizuspielen. Deswegen wollte ich schon sehr gerne die 30 packen hier. Und das habe ich. Er braucht das. Ist der ein echter Mann? Kauft nur das, was er braucht. Wir sind keine Frauen. Ich fand, das passte ganz gut. Zuvor. Das macht man nicht bei Excitebike. Einfach die Hindernisse weg. Boom. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Ach, das ist der erste Teil. Wundervoll. Wundervoll. Genau richtig. Schwierig drauf zu tippen. Aber hat geklappt. Bloß kein Fehler. Good night, sleep tight, Frank. Und das lustige Möhrenreiben. Kein Gameboy, kein Handy. Jetzt wird's heftig. Noch nicht, nein. Okay. Hinsehen. Ja, ja. Der Nackte. Der hat das Stil. Der hat das Stil. Minigame hatten wir zuvor auch nur einmal, da habe ich es nicht gerallt. Hm? Krasse Leistung! Geil. Durchhalten! Gar nicht schlecht von mir gerade. Ganz entspannt, ist ein Hamster auf der Klopapierrolle. Noch nicht. Nicht schlecht. Mit dem... Warte mal. So ist das. Ich muss gerade überlegen. Ja, mit dem letzten Leben tue ich mich hier noch ein bisschen... Wow. Durchschmuggeln. 30 wollte ich. Jetzt habe ich schon 50. Das war mit. Das reicht. Ich habe gerade überlegt, wo ist das Optimalste, wo ich das drehen sollte, und dann war es auch schon vorbei. Bis dann! Ne, mit 50 bin ich okay. So, jetzt Ultra. Alles. Hier ist auch. Aber da weiß es nicht. Hier kriegst du es wenigstens gesagt, aber hier nicht. Scheint so. Ja, da muss ich. Das stört mich am meisten. Ich muss den Touchpen die ganze Zeit in den Händen halten. Menschenskinder. Wenn das anfängt zu langweilen, dass jetzt die Minigames sich durchaus mal wiederholen. Ihr habt ja schon gesehen, uns erwarten noch ein paar Sachen. Also ich werde bestimmt im nächsten, vielleicht sogar im übernächsten Part, keine Ahnung, noch mit diesen Ligen hier beschäftigt sein. Aber auch diese Achievements oder wie man es nennen möchte, sehen sehr interessant aus. Ich werde halt nur erstmal versuchen, möglichst noch Geld zu bekommen oder... Hierfür bekomme ich kein Geld, oder? Bekomme ich hierfür Geld, glaube ich. Ach Mann! Ich habe so versucht drauf zu touchen, wie es halt der Fall war auf dem DS, aber scheinbar muss man erst die Fliegenklatsche nehmen dafür. Mhm. Ja, wie viel? 15. Vor allem eine 10er-Münze. Wie du meinst. Mach Maul zu.
deine Viereckszähne da. Das war jetzt nicht so schwer. So, und zack. Schlafsäblech. Aber solange es am Ende passt, soll es mir recht sein. Wie ihr mich korrigiert habt, das wäre doch gesünder, die Rotze meistens zumindest in der Nase zu behalten. Ja klar, ich weiß ja, es ist mir auch klar, es ist ja eine Schutzfunktion des Körpers, sag ich mal, sich gegen die Viren zu wehren. Na gut, kommt drauf an. Schau genau. Ja, ich will mehr. Lass mich weiterfahren. Mario Kart 1. Schönes Wii-Menü. Vor allem mit Handgelenksschlaufe, mit diesem Plastikschutz vorne dran. Das kam alles mit der Zeit, ne? Und Wii Motion Plus. Halt alle Bälle im Spiel. Hat sich nicht gut verkauft, oder? Pinball für NES. Ja, so ein Reinfallspiel. Bemerkenswert. Da lacht unser Löwe. Ja, rein damit! Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Alter! Können die sich erst knutschen, wenn sie ihre Höcke haben? Ach, ich hinterfrage es nicht mehr. Ich bin hier bei WarioWare. Oh, fuck. Nicht gut, das. Ich habe irgendwie mit dem A-Knopf kalkuliert, weil es meistens der Fall war. Mein Fehler. Ist direkt zu denken. Auf jeden Fall. Ja. Also die Ohren und dann habe ich auf den Arm geachtet. Musste dann doch auch noch spiegelverkehrt denken. Das ist toll. Ach, ich habe einen Treffer eingestellt. Man kann sich einfach treffen lassen, das passt. Oh, ich hätte sogar noch einen vierten mitbekommen, du. Alles klar. Fronk rettet die Welt. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass die auch immer nebeneinander waren eigentlich. Bomben werde ich bestimmt nicht mitnehmen, habe ich genug. Das ist ja vom Vita mit dem Reißverschluss und ich finde das eigentlich ganz witzig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es in dem Teil auch irgendwie der Fall ist. Ja, das ist eine, du ziehst einen Reißverschluss zu und eigentlich ist es der Panda im Zoo. Was quasi bedeutet, dass die Pandas in den Zoos fake sind. Ja! Das oberste Fass habe ich gerade nicht bekommen. Ob das überhaupt noch relevant war? Ich wusste nicht mehr, welche Farbe das war, Alter. Ein bisschen geraten. Der Pinguin war Dritter, das wusste ich. Was hat denn da jetzt gefehlt? War das von Nintendo TV Color Game, wo alt das Ding? Passend. Ich finde es schön, wie gut die zusammenpassen. Absichtlich, selbstverständlich, aber trotzdem. Hey! Boah, so knapp. Das ist, was Rob konnte. Man konnte den steuern über den Controller und Rob hat dann halt wirklich das ausgeführt. Krasse Ghetto-Freeze von der Maus. Boah. Alle Matsch. Ich weiß, es war nicht die Aufgabe. Ich habe ja sowieso den ersten schon erledigt. Warum man das Spiel dann noch zu Ende spielt, ist mir dann auch ein Rätsel. Aber es ist halt so. Das ist denn jetzt gleich nicht mal gesagt, ja? Wahnsinn.
Das wird interessant. Ich weiß nicht, ob es Knöpfe, Gyro oder sonst was ist. Alles klar. So gesehen hat man dann bei Touch größten Probleme, weil dann muss ich dann erst verstehen und daraufhin den positiv. Okay. Daraufhin erstmal den Touchpad zücken, ja. Auf 7.20 Uhr stellen. Das meilt die Uhr. Sehr schön. Ah, Button. Ich habe irgendwie dumm mit dem Touchpad rumgemacht. Ja, warum auch? Diesmal. Zwei Verkupplungschancen. Ja, auch wieder zusammenführen. Eigentlich das dritte Mal in Folge zusammenführen, das Ziel. Diesmal wieder knöpfen. Der Witz ist, manchmal könnte man... Oft muss man einfach nur irgendwas bewegen, eine Spielfigur oder sowas. Eigentlich könnte man das immer entweder mit dem Steuerkreuz oder mit dem Touchpen oder eben so schneiden. Es gibt viele Games, die eigentlich für alles drei geeignet wären. Aber ich dann echt erstmal überlegen muss, was genau die wollen. Sind es die, naja, die abgeseilten Klößchen? Die Schokobonbons, die da ins Klo platzen? Pusten auch mit drin, ja geil. Ja, geschickt eingefädelt. Vor allem das Game haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht das Gefühl dafür gehabt. Schade. Aber kein allzu hohen Highscore ist ja wohl nicht. Ist so einfach, weil. Ja. Hat schon ein gewisses Handicap. Achso, das Ohr muss. Der war das, ja. Respekt! Schmeiß mal die Switch an hier. Ich will WarioWare Platinum spielen für Nintendo Switch. Oh shit. Das war herzlich knapp, Alter. Vor allem, man muss gar keinen Anlauf nehmen, der bleibt einfach so. Wie unrealistisch. Ich habe die ganze Zeit Schwung genommen mit Mario und dem Cape. Aber ist das Käse? Ich dachte, das wäre ein Kronkorken, aber was hat's am Ohr? Na gut. Oh. Selber schuld, stopf nicht alles in dich rein. Diesmal ein ganz anderes Sound. Reden kann auch nicht. Diesmal ein ganz anderes Sound. Früher war das so ein richtiges Klatschen. Aber es geht. Ach, ich hab die damit gerettet. Das hätte ich auch noch nicht gesehen. Boah, knapp wie die Nacht. Ach, ich Idiot, pusten wär's gewesen. Ich hab A-Knopf gedrückt, ne? Große Außensichel. Nicht Außenseiter, was ich mal gesagt hab. Oh, hat das so extrem schnell wieder nachgelassen war unten. So, jetzt stellt sich mir die Frage, nachdem ich die alle mal gerockt habe. Ja. Oh, wir kriegen immer neue Tiere. Jetzt das Krokodil. Ja, was heißt jetzt im nächsten Part? Oh mein Gott. Ach, einmal verlieren heißt es Game Over. Na moin, ey. Bis zum nächsten Mal. Seid dabei und wie gesagt,
ihr wisst, was auf euch zukommt, aber das danach wird auch nochmal interesting. Also schaut, selbst wenn ihr sagt, ich muss jetzt nicht alles sehen, doch wollt ihr, aber selbst wenn, dann vergesst, schaut später nochmal rein auf jeden Fall. Ich halte mir noch ein paar gute Sachen zurück. Ich glaube, die haben nerdig, die können coole Easter Eggs einbauen, definitiv, wenn ich einen Automaten drehe. Vielleicht mache ich es auch zwischendrin mal, muss man schauen. Okay, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.